Heute schauen wir uns drei fantastische und einfache Effekte an, die du mit dem Luma Key erstellen kannst. Der Luma Key ist dafür bekannt, Übergänge zu erzeugen. Für den Übergang brauchen wir natürlich zwei Clips. Dann suchst du im Effektreiter den Luminanz Key und diesen Effekt ziehen wir einmal auf unseren oberen Clip. In den Effekteinstellungen sehen wir hier zwei Werte, einmal den Schwellenwert und die Schwellenwertabgrenzung. Der Schwellenwert wirkt sich auf dunklere Töne, also die Shadows, aus. Und beim Erhöhen dieses Wertes werden diese Töne transparent. Die Schwellenwertabgrenzung wirkt sich auf die helleren Töne aus, also auf die Highlights. Um Bereiche mit viel Licht zu entfernen, müssen wir diesen Wert erhöhen. Dann lasst uns den Übergang erstellen. Dafür gehe ich in meiner Zeitleiste kurz vor dem Ende des ersten Clips. Setze die beiden Werte, also den Schwellenwert und die Schwellenwertabgrenzung, auf 0% und erstelle jeweils einen Keyframe. Dann gehe ich noch etwas weiter in die Zeitleiste hinein und setze die beiden Werte auf 100%. Um den Übergang noch smoother zu machen, können wir die Keyframes am Schluss etwas auseinanderziehen. In diesem Beispiel werden erst die dunkleren Töne, also die Shadows, transparent und danach die helleren Töne, die Highlights. Der nächste Effekt ist der Mist Filter bzw. Diffusionsfilter Effekt. Den Filter kann man auf seine Linse packen und erweicht bzw. verbreitet die helleren Töne. Natürlich kostet dieser Filter Geld, aber wir können den Effekt auch kostenlos in Premiere Pro erstellen. Dafür brauchen wir nur einen Shot von einem Objekt. Diesen ziehen wir dann in Premiere Pro. Den Clip duplizieren wir einmal. Mit gehaltener Alt-Taste ziehe ich ihn einmal nach oben. So haben wir ein Duplikat erstellt und vom unteren Clip deaktiviere ich einmal die Sichtbarkeit. Gehe auch hier wieder in den Effekte-Reiter, suche mir den Luminanz-Key und ziehe ihn einmal auf den oberen Clip. In den Effekteinstellungen spielen wir dann mit der Schwellenwertabgrenzung, bis man hier die hellsten Glanzlichter bzw. Highlights hat. Dann gehe ich hier nochmal in den Effekte-Reiter und suche mir den Effekt Gaußscher Weichzeichner. Diesen Effekt ziehe ich auch einmal auf den oberen Clip drauf und in den Effekteinstellungen setze ich hier den Haken für die Kantenpixel wiederholen und erhöhe den Weichzeichnungswert grob auf 30. Danach nur wieder die Sichtbarkeit vom unteren Clip aktivieren und so einfach können wir den Mistfilter-Look nachbauen. Den letzten Effekt finden wir häufig in Musikvideos, wie beispielsweise hier bei Daft Punk. Dieser Retro-Shiny-Glimmer-Effekt. Wähle dafür einen Clip mit ein paar helleren Tönen auf der Person, wie beispielsweise hier die Haare. Für den Effekt müssen wir den Clip wieder duplizieren, dabei halte ich die Alt-Taste gedrückt und ziehe ihn einmal nach oben. Den unteren Clip schalte ich hier wieder aus und im Effektreiter suche ich mir wieder den Luminanz-Key. Den Luminanz-Key ziehe ich wieder auf den oberen Clip und erhöhe auch hier wieder die Schwellenwertabgrenzung, um die Glanzlichter bzw. Highlights auszuwählen. Danach suche ich mir noch den Effekt Richtungsunschärfe. Diesen ziehe ich auch wieder auf den oberen Clip, gehe in die Effekteinstellungen, setze die Richtung hier auf minus 45 Grad und die Weichzeichnung der Länge auf 30. Den oberen Clip dupliziere ich dann noch einmal, gehe auch hier in die Effekteinstellungen und setze hier die Richtung auf 45 Grad. Damit können wir eben diesen Shiny Glimmer Effekt erzeugen, aktiviere dann nur wieder den unteren Clip und bam, so einfach haben wir diesen Retro glänzenden Schimmerlook erstellt. Das waren meine Top 3 Luma Key Effekte in Premiere Pro. Falls ihr noch andere Effekte mit dem Luma Key kennt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Mal.